Liebe Freunde, nah und fern, ich bin nach wie vor in Berlin und habe heute um 13:30 den Weg zur großen Demonstration rund um die Siegessäule. Da wollte ich hin und ich bin hingelaufen, 6 Kilometer, habe also ein bisschen auch die Stimmung der Stadt aufgenommen, habe unter anderem einen Umweg empfohlen bekommen von der Polizei, während Menschen mit Kinderwagen ohne Probleme durchdurften durch die Absperrung der Polizei. Ich habe mich nicht entmutigen lassen. Ich bin südlich der Straße des 17. Juni durch den Tierpark bis zur Siegessäule. Ich habe mich an der Siegessäule einmal umgetan, bin in die anderen Straßen, die angrenzenden, gelaufen, habe gesehen, dass die nicht wirklich weit gefüllt waren. Habe auch nicht gesehen, inwieweit die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule gefüllt war. Ich habe gehört, sie war gut gefüllt und habe mich dann südlich in eine Straße begeben, so 300, 400 Meter von der Siegessäule entfernt. Und da war noch nicht Schluss. Und habe also mir die Reden von der Hauptbühne auf einer Videoleinwand angeguckt. Ich würde behaupten, ich bin nicht sehr weit rumgekommen, aber ich habe einen guten Teil der Demo überblickt. Oder der Versammlung, die eigentliche Demo wurde, soviel ich weiß, aufgelöst von der Polizei. Aber die Kundgebung an der Siegessäule habe ich in einigen Teilen mitbekommen. Ich habe viele Flaggen gesehen. Ich habe viele Nationalitäten, Ethnien gesehen. Ich habe einige Gespräche mitbekommen. Ich habe die Redner von der Hauptbühne aufgenommen als Audio. Ich weiß die Qualität noch nicht. Aber ich habe also auch den Mr. Kennedy, den Robert F. Kennedy, als Audio aufgenommen. Ich hoffe, es hat geklappt. Und ich muss sagen, ich würde mit den meisten Reden zu größten Teilen mitgehen. Es gab ein paar Sachen, wo ich sage, naja, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, schließe ich mich dem an, was von den Bühnen, von der Hauptbühne an Reden gekommen ist. Das waren Meinungsäußerungen, das war nicht die Wahrheit. Das hat auch keiner für sich in Anspruch genommen. Und alles in allem war das ein Friedensfest, ein Freiheitsfest. Es gab meiner Erfahrung nach, und es ist nur anekdotisch, also ich kann nicht für die ganze Demo sprechen. Es gab keine Zwischenfälle in meinem Umfeld. Ich habe mal zwei, drei rücksichtslose Fahrradfahrer wahrgenommen, habe mich kurz geärgert und habe es stecken lassen. Ich wurde mal gebeten, ich sei so groß, ich soll aus dem Weg gehen. Habe ich gedacht, naja, keine Ahnung, wie groß die Gruppe ist, ich gehe einfach einen Schritt zur Seite. Aber ich konnte also keine aggressive Stimmung wahrnehmen, außer sich mal kurz zu ärgern. Die Leute haben den Abstand eingehalten. Die Versammlungsleiter, also der Michael Ballweg und auch einige Anwälte, haben des Öfteren mal darauf hingewiesen, dass in einzelnen Bereichen die Leute zu nah zusammenstünden und sind auch wirklich energisch geworden, sind auch durch die Menschen durch und haben gesagt, so jetzt mehr Abstand. Und es wurde eingehalten und die Versammlung war nicht wirklich meiner Ansicht nach jemals in der Gefahr, aufgelöst zu werden. Selbst die Veranstalter haben damit gedroht, um die Leute endlich zu bewegen. Also es gab ein paar Uneinsichtige. Ich habe mich, wie gesagt, 400 Meter weiter weg und dann auch noch mal 50 Meter von der Videoleinwand begeben. Ich konnte gut hören, dank Boxentürmen. Und es war ein wahnsinniges Erlebnis. Ich hatte ab und zu Pipi in den Augen bei irgendeiner guten Rede, wo ich gedacht habe, jo, das meine ich auch. Endlich sagt das mal jemand. Und ja, es waren auch verschwörungstheoretische Ansätze dabei, will ich gar nicht bestreiten. Ich habe auf dem Weg zur Demo jemanden getroffen, ein Pärchen aus Münster. Die Namen weiß ich nicht. Und es war ersichtlich, dass die Demo-Teilnehmer sein werden, weil irgendwas stand mit Gates auf dem T-Shirt gemalt. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe gedacht, oh, schön. Und dann fing der Junge irgendwie, als wir am Bundesrat vorbei sind, an, von der Todesstrafe Wiedereinführung zu labern, habe ich gesagt, Junge, da sind wir meilenweit auseinander, lass gut sein. Ja, gab es auch, will ich nie abstreiten. Aber wer bin ich? Ich habe gesagt, mit dir nicht, danke, und dann bin ich weitergegangen.
Ansonsten, ich habe noch einen älteren Mann mit Lederhosen, rasierten Waden und eine Reichsflagge, also schwarz, weiß, rot, gesehen. Der hat versucht, mit mehreren Menschen ins Gespräch zu kommen. Das hat mal mehr oder mal weniger geklappt. Zugehört habe ich nicht. Und ansonsten, ich habe schwarze, braune, gelbe, weiße und ich habe sogar einen grünen gesehen. Das Video will ich euch irgendwann verlinken, wenn ich es zusammengeschnippelt habe. Es ist tatsächlich ein, ich glaube, Stadt- oder Gemeinderat aus Norddeutschland. Ich bin mir über die Stadt gerade nicht sicher. Es könnte Kiel gewesen sein oder Flensburg. Der hat also Kritik an der Partei der Grünen geübt. Ob er noch tatsächlich in der Partei ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Er hat eine längere Rede gehalten und ich fand sie gut. Ich habe erst gedacht, oh Gott, da kommt ein Grüner auf die Bühne. Das kann ja nur schief gehen. Aber nee, er hat also erzählt davon, dass er in unter anderem Online-Konferenzen mit dem Parteivorstand, Bundesebene und Landesebene versucht hat, anhand von Statistiken und wissenschaftlichen Fakten und Daten darzulegen, dass Corona nicht das so große Problem ist, wie es seit Wochen und Monaten dargestellt wird. Und er wurde also ausgeschlossen, diskriminiert, verhöhnt und hat sich also entschlossen, seine Meinung auf der Corona-Demo kundzutun und eben die Partei Bündnis 90 Die Grünen zu kritisieren. Respekt. Und ja, wer wäre noch hervorzuheben? Die Gruppe um Hermann Plopper und Anselm Lenz samt Frau und noch zwei anderen Menschen, die haben vom demokratischen Widerstand von der Zeitschrift berichtet. Und da waren sehr gute Reden dabei. Sehr, sehr gute Reden, unter anderem Anselm Lenz mit der Forderung nach einem imperativen Mandat. Ich habe es selber nicht nachgeguckt, ich habe es schon mal gehört, aber es unterscheidet sich vom freien Mandat dadurch, dass der Abgeordnete in seinem Wahlkreis vom Volk wieder abgewählt werden kann, wenn er seinen Job nicht gut macht. Also im Sinne von, wenn es eine gewisse Anzahl von Unterzeichnern gibt, dann wird das Direktmandat im Bundestag neu ausgeschrieben. Finde ich eine sehr sympathische Überlegung. Ob die was taugt, weiß ich nicht. Aber das hört sich sehr vielversprechend an, weil ich das Gefühl habe, die Volksvertreter, die Gewählten, haben sich zu sehr vom Volk entfernt. Ich gucke gerade 7 Minuten 45. Ich glaube, 2,5 Minuten kann ich noch. Was gibt es noch zu erwähnen? Außer Friedfertigkeit. Sehr beeindruckend war, ich bin erst am Ende zur Hauptbühne, als es etwas leerer zu werden schien, und habe also dann 20 Meter von der Hauptbühne entfernt, doch relativ weit vorne im Publikum gestanden. Und dann kam die Aufforderung, doch bitte seine Handys, Smartphones, die Taschenlampe anzumachen, um ein visuelles Signal zu setzen. Und ich muss sagen, es war sehr beeindruckend. Rund um mich herum gingen alle Smartphones nach oben und da hat mich jemand mit einem Rülpser auf dem Balkon aus dem Konzept gebracht. Sehr beeindruckend visuell. Gibt es mit Sicherheit einige Videoaufnahmen. Auch ich habe eine gemacht, einmal rundherum gefilmt. Es war wirklich eine sehr, sehr wahnsinnig verbindende Stimmung, die ich nicht missen möchte. Und ich bin Stinkstiefel. Ich rede gern jedem, gebe gern jedem Kontra, der es wissen will. Und bin mit Sicherheit auch oft ungerecht, aber diese Stimmung war wirklich anziehend, ansteckend. Es war Wahnsinn. Ich möchte es nicht missen und ich freue mich, dass ich an diesem Tag dabei gewesen bin mit so vielen anderen Menschen und die Zahl ist mir ehrlich gesagt Wumpe. Ich kann es nicht einschätzen. Ich schätze, dass es mehrere hunderttausend waren, aber ich weiß es nicht. Und es spielt auch keine Rolle, weil die, die da waren, die ich erlebt habe, waren dialogbereit, sie waren friedlich, sie waren neugierig und das ist die beste Voraussetzung. Guckt euch genau die Forderung von Michael Ballweg an, ob ihr die in den Nachrichten sehen werdet. Er hat gefordert, dass die Regierung Merkel zurücktreten soll. Er hat gefordert, dass die Corona-Maßnahmen umgehend aufgehoben werden. Und er hat, wenn ich mich recht entsinne, auch den Rücktritt von Innensenator, Berlins Innensenator Geisel und vom regierenden Oberbürgermeister Michael Müller gefordert. Das sind sehr konkrete Forderungen. Ich bin gespannt, ob wir die in den öffentlichen Medien sehen werden. Ich bin fürs Erste raus.
Ich wünsche euch was.